Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier bei Balfour Schaut, meiner kleinen speziellen Reaction-Tour-Reihe, in der ich immer wieder Musikvideos angucke, die ich kenne, allerdings auch welche, die ich nicht kenne. Und jetzt sind wir wieder bei einem der Fälle. Das folgende Musikvideo und den Song kenne ich nicht. Und er wurde mir von euch empfohlen. Ich habe bis jetzt ja zweimal Baby Metal reacted. Damals schon in zwei unterschiedlichen Genres und ihr habt mir ganz viel in die Kommentare reingeschrieben, dass die quasi Musik aus allen Genres machen, wunderbar mixen etc. Da bin ich ziemlich gespannt. Ich lasse immer ein bisschen Pause zwischen den einzelnen Künstlern, damit ich nicht einen Künstler zu häufig hintereinander reacte. Ich möchte mir natürlich die schönen Künstler auch immer mal wieder aufbewahren und dadurch, dass ich auch immer wieder zwischendurch deutsche Sachen reacte, jetzt mittlerweile auch gerade gestern ist ein russisches, mein erstes russisches Reaction-Tour-Video rausgegangen. Also ich reacte trotzdem auf Deutsch, aber von einer rein russischen Band. Da wechsle ich immer so ein bisschen hin und her. Das macht mir halt sehr viel Spaß. Und ich habe in den letzten Monaten so unfassbar viel kennengelernt. Es ist echt gut. Es macht so viel Spaß. Und ich wechsle schon mal auf den Reaction-Tour-Bildschirm. Baby Metal mit BXMXC oder BMC. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, das Lied gibt mir gleich mehr Aufschluss darauf, wie es genau heißt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, in welchem Genre es diesmal geht. Natürlich, Metal ist natürlich die große Gemeinsamkeit. Und was jetzt sonst für ein Genre damit drin ist, ich bin tatsächlich gespannt. Ich wünsche euch und mir viel Spaß jetzt. Ich bin, und ansonsten natürlich auch schlagt mir gerne andere Sachen vor. Auch gerne Bands, die nicht so groß sind, die man nicht so gut findet. Ich habe viel Spaß daran, das mache ich in Deutschland, kenne ich halt auch ein paar kleinere Bands, die gucke ich mir unheimlich gerne an und würde sie gerne auch euch anderen vorstellen, denn manchmal muss man einfach gefunden werden. Und ich gucke mir auch wirklich sehr, sehr gerne Sachen an von kleineren Bands. Ob die jetzt nur ein paar hundert oder ein paar tausend Klicks haben, ist egal. Macht das einfach in die Kommentare rein. Ich bin wirklich gespannt auf das, was da kommt. Okay, und jetzt starten wir mit Baby Metal. Ich sag mal, ja doch, let's rock, ne? Okay, ist geil, ist auf jeden Fall schon krass elektronisch und so BMC, so richtig so kraftvoll. Ich vermute mal, es wird keine Ballade. das wird irgendwas, was Power hat. Wie gesagt, hört sich jetzt schon sehr elektronisch an. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Und Battle 1. Wird wahrscheinlich mehrere Battles dann geben, werde ich mal vermuten. Ich bin mal gespannt, was das Video macht. Sah auf jeden Fall gerade, wenn man jetzt auf Battle geht und auf diesen Turm, wie so ein Dome, so eine Kampfarena oder so etwas aus. Also passt schon mal stilistisch dazu. Und wenn es schon in Richtung Kampf geht und die, was soll ich sagen, die Musik oder die Stimme, die man jetzt gehört hat, diese gesampelte Stimme, so sie scheint es halt schon sehr kraftvoll zu sein, das Lied. Und ich glaube auch, das ist so ein Lied, wo man live so richtig einen raushauen kann, so richtig abgehen kann. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Ja, das ist auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Bona, 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 bona
Geil. mega geil. Den Rhythmus, die Hip-Hop, ja, eigentlich ist es ja Rap. Rap ist ja ein Tacken härter wie Hip-Hop. Hip-Hop ist ja mehr so locker flockig und Rap ist ja mehr so hart. Boah, wie viel Energie hat das Lied denn? Das ist so richtig, also diese ihr seht das jetzt gerade nicht, dass man kann mal diese Energiebewegung richtig gut. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass also More Metal, dass das so geil ist. Also, dass sie das so gut kann. Hätte ich ihr nicht zugetraut mit diesen Rap-Parts. Und ach, ihr merkt, ich bin total sprachlos. Und dann zwischendurch auch die Parts, wo sie so rappt und mega, mega gut. Also, ihr habt ja gesagt, die haben einen guten Genre-Mix. Aber das ist ja nicht nur rumprobiert, das ist ja schon BAM! Ich weiß nicht, wie ich es anderen sagen soll. Richtig geil. Ja, gucken wir mal weiter. Hammer. Oh, der Endboss kommt. Cool. Sehr, sehr gute Aufmachung von den Effekten und überhaupt. Hip-Hop oder Rap ist ja eigentlich nicht so ganz mein Genre. So ein bisschen amüsanter Hip-Hop. Habe ich auch ein paar Bands in Deutschland oder Kombos. Die sind auch ganz gut, die gucke ich mir ganz gerne an. Aber so reiner Rap ist eigentlich nichts für mich. Das ist aber in der Kombination gerne wieder. Also wenn sonst noch jemand, nicht unbedingt nur von Baby Metal, aber auch so eine Art von Metal mit Rap gemixt hat, gerne in die Kommentare. Also das ist richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal den Boss Battle an. Leute, was für ein richtig geiler Song. richtig geil. Gerne mehr. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Die meisten von euch kannten den Song wahrscheinlich. Die wissen, wie geil der Song ist. Mich hat er auf jeden Fall richtig abgeholt und ich kann nur meine Worte wiederholen. Gerne mehr von dem Genre, gerne auch andere Sachen und auch gerne was von kleineren Bands. Ich hab da so richtig, richtig Bock drauf und freue mich da. Und gerne auch in die Kommentare, wenn ihr mal was habt, schreibt. Ich versuche das alles über den Übersetzer zu übersetzen und euch Informationen zukommen zu lassen. Und lese natürlich auch das, was ihr mir schreibt, an Hintergrundinformationen etc.
vielen, vielen Dank schon mal davon an meiner Seite, an euch. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann einfach wieder im nächsten Video sehen. Ob bei Baby Metal oder woanders. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch. Bis dahin, einen schönen Tag. Ich wünsche euch was. Euer Balfour. Ciao.